Für flambierte Bananen brauchen wir Passionsfrucht zum Aromatisieren. Schauen wir mal, ob es an dem Baum hier ein paar gibt. Ha, ich sehe eine. Und da ist noch eine. Nun gehen wir zum Strand, eine Kokosnuss holen, die wir für das Nougat verwenden. Oh, hier ist ja eine. Normalerweise fallen die Kokosnüsse nachts herunter und morgens braucht man sie nur aufzuheben. Man muss sie einsammeln, bevor die Flut sie wegspült. Zunächst entfernt man die Hülle mit den Fasern, um an den Kern der Kokosnuss zu gelangen. Das ist ein wenig gefährlich. Es genügt, einfach so mit dem Messer zu klopfen. Zum Öffnen der Nuss schlägt man mit dem Messerrücken so drauf. Fängt das Kokoswasser auf? Und schon ist sie bereit. Eigentlich ist es sehr entspannend, ja therapeutisch, hier zu sitzen und langsam das Kokosfleisch zu raspeln. Schon als Kinder lernen wir hier, wie das Raspeln funktioniert. Man muss immer in die gleiche Richtung drehen. Und man kann nebenher davon naschen. Zuerst bereiten wir das Kokosnougat zu. Die Vanilleschote wird in der Mitte aufgeschnitten, dann reibe ich etwas Muskatnuss für das Aroma. Oh, das duftet. Dann noch eine Prise Salz. Wir lassen alles in einer Ecke abkühlen, dann klebt die Masse zusammen und wir können kleine Kugeln formen. Nun machen wir uns an die flambierten Bananen. Als erstes holen wir den Saft aus den Passionsfrüchten, die wir vorhin gepflückt haben. Das ist ein Büschel Bananen, das ich vor ein paar Tagen in meinem Garten geerntet habe. Sie sehen super aus und sind richtig reif. Mit Butter und Rohrzucker brate ich die Bananen etwas an. Jetzt kommt ein ordentlicher Schuss Rum hinzu, natürlich von den Seychellen. Sehen Sie die schönen Flammen? Vorzüglich.